Willkommen bei Second Shomikoto und ich habe gerade gesehen, dass wir bei 95% sind. Das heißt also, wird wahrscheinlich die letzte Folge von Tiefer Fall sein. Dann schauen wir mal rein. Okay, ich habe einen Plan. Die Statistik auf und zog Yuki ebenfalls auf die Beine. Aber vorher möchte ich ein paar winzige Antworten. Nur damit ich weiß, wie ich dich fortan adressieren soll und so. Das ist alles auch ein bisschen Neuland für mich, weißt du? Was hast du vor, Mikoto? Das werde ich dir gleich erzählen. Aber vorher meine Fragen. Wie soll ich dich fortan nennen? Ich habe das vorhin schon gefragt und du hast nicht darauf geantwortet. Erst einmal kannst du bei Yuki bleiben, Mikoto. Am Ende bin ich noch immer die gleiche Person. Okay, Yuki, das ist ja auch weiblich, nicht wahr? Ich muss mich da gar nicht so sehr umstellen. Schließlich hielt ich dich anfangs ja sogar für ein Mädchen. Und wie es scheint, sind meine Geschlechterinstinkte 100% korrekt. Dieses Mal musste Yuki wirklich leicht lachen. Also, Yuki, ich darf dich aber als sie bezeichnen, oder? Das ist okay, ich meine, das wäre korrekt, oder? Ja. Bitte, ja, ich bitte dich darum. Wenn sich auch die ganze Welt gegen mich stellen sollte, es wäre toll, wenn wenigstens du es tun würdest. Einverstanden. Ich werde dich ab sofort immer als sie bezeichnen. Komme, was wolle. Das verspreche ich dir. Und für den Fall, dass ich mich wirklich mal versprechen sollte, tut mir das wirklich schrecklich leid. Und dein Plan? Sie grinste und legte einen Arm um Yuki. Was hältst du davon, wenn ich Vater dazu bringe, dir ebenfalls einen Termin bei meinem Psychiater zu bezahlen? Aber nicht diese komische Kokura-Tante, oder? Nein, ein richtiger Psychiater. Und weißt du, du könntest ihm erzählen, was du fühlst. Und das bringt mir was? Ich will davon nicht geheilt werden. Willst du auch nicht, aber ich habe mal eine Reportage spätabends gesehen, in welchem es um eine Person ging, die dir ganz ähnlich war. Nur andersrum, also ein Mädchen wurde zu einem Jungen. Und ich erinnere mich noch daran, dass darin gesagt wurde, dass man in der Regel einen psychiatrischen Gutachten braucht, um sein Geschlecht wechseln zu dürfen. Und du bist ja fast 18, also auch wenn deine Eltern sich gegen dich stellen sollten, was ich nicht glaube, könntest du auf diese Art und Weise das Dokument bekommen und mit deinem 18. Geburtstag schließlich, was auch immer dir dann auf den OP-Tisch mit dir anstellen. Versteh mich jetzt nicht falsch, ich will dich nicht zu einer Operation zwingen. Aber wenn du den Wisch in der Tasche hast, dann stehst du erst einmal auf sicherem Boden. Egal, wie du dich dann später einmal entscheidest. Natürlich helfe ich dir dann auch sonst, so gut es nur... Oh. Mikoto kam nicht dazu, weiterzureden. Denn in diesem Moment fiel er Yuki um den Hals und sie spürte ihre Lippen auf den eigenen. Nur für einen Moment und gefühlt als größer Dank, ohne irgendwelche Hintergedanken. Dennoch ließ es sie, als sie sich von ihr löste, etwas konfus zurück. Danke, Mikoto. Und tut mir wirklich leid, dass ich dich so beschimpft habe. Du hattest recht, du bist wirklich eine gute Freundin. Ich war verzweifelt und habe mich wie ein Arsch benommen. Yuki wischte sich mit den Ärmeln über das Gesicht, um ihre Tränen zu unterdrücken. Ich muss kurz ins Bad, vermutlich sehe ich im Moment aus, als wäre ich ein Geist. Geh doch schon einmal vor, ich komme sofort nach. Warte, Yuki. Sie blieb stehen und drehte sich zu ihr um. Ihre Augen waren noch immer rot und verquollen. Aber das Lächeln war auf ihren Lippen zurückgekehrt. Was denn? Ich verspreche dir gerne, dass ich mich unterwegs nicht umbringen werde, ja? Das glaube ich dir auch, aber da ist noch nicht meine letzte Frage. Und tut mir leid, wenn ich dir jetzt zu nahe trete. Aber ich würde gerne wissen, auf was du eigentlich stehst. Männer oder Frauen? Ich würde das normalerweise nicht fragen, aber du hast selbst, als du besessen warst, Steve so vehement verteidigt und... Wenn du das wissen willst, dann schlag doch in deinem Buch nach, Mikoto. Wie? Yuki lief zu ihr und stupste ihr auf die Brust. Meinst du nicht, dass ich im Moment genug um die Ohren habe, um mich um solche Trivialitäten zu kümmern? Ja, gut. Könnte man sich fragen. Das hat er oder sie zu dir gesagt? Mikoto nickte. Genau so. Ich habe da auch nicht weiter nachgehakt und ich habe auch nicht das Buch verwendet. Ich hätte es allerdings beinahe. Die Versuchung war groß, aber dann fiel mir ein, dass ich in dem Fall nicht besser gewesen wäre als sie. Yuki wird zukünftig reden, wenn sie es für richtig hält. Und dann werde ich da sein und ihr zuhören. Ich hätte das so gerne live verfolgt. Das kann ich mir vorstellen. Ihr wusstet von Yukis Gender Identity Disorder schon lange, nicht wahr? Oh, ich sehe, dass du auf dem Rückweg darüber recherchiert hast. Und um deine Frage zu beantworten, natürlich wusste ich es. Aus der Zeit sollte man zu so etwas schon in der Lage sein. Und
Dennoch habt ihr nichts getan? Wie oft denn noch? Ich kann und darf nicht ständig in die Geschicke der Menschen eingreifen. Meine Aufgabe ist die eine Wächterin und außerdem... Wenn ich mit Yuki anfange, wo höre ich dann auf? Bei Morden? Bei Vergewaltigungen? Bei Kindermissbrauch? Es gibt da draußen tausend Dinge, die ich lange vor Yuki hätte verhindern müssen. Aber ich darf nicht, es ist nicht meine Aufgabe und ich alleine würde dieser Erweiterung auch nicht gerecht. Abgesehen davon, was hätte ich bei Yuki schon ändern können? Ich weiß nicht, sie hätten mir alles erzählen, statt mir das ich habe keinen Bock mehr auf Streit, fast jedes Mal, wenn ich hier bin, geraten wir ineinander. Ich wollte ihnen eigentlich nur das Buch wiedergeben. Sie reichte Konkura das Buch, das sie von ihr hatte. Jetzt, wo sie die Wahrheit über Yuki wusste, plante sie nicht mehr, es zu benutzen. Das große Geheimnis war raus. Die ganzen anderen Probleme wollte sie wirklich nicht auf sich laden. Denn auch, wenn sie versprochen hatte, Yuki bei ihrer Entscheidung stets zu helfen und zu unterstützen, musste sie dennoch erst einmal in Ruhe verdauen, dass ihr bester Freund nun ihre beste Freundin werden würde. Da brauchte sie sich nicht noch jedes Detail dieses Fax über ein Zeitenbuch vor Augen führen. Oder all die anderen kleinen Dinge, welche zu der großen Traurigkeit führten, die von diesem Buch ausgingen. Eine Traurigkeit, die inzwischen aber deutlich zurückgegangen war. Die Aura des Buches war normaler. Aber noch immer ging eine leichte Traurigkeit von ihm aus. Dezent, aber spürbar. Behalte es, denn ich glaube, dass es dir dennoch noch von Nutzen sein wird. Ich will es aber nicht. Ja. Doch die Herrin der Zeit weigerte sich, das Buch zurückzunehmen. Yuki seufzte noch einmal. Sie stand bereits seit 10 Minuten vor der Tür ihrer Wohnung und hielt den Schlüssel noch immer in der Hand. Willst du jetzt endlich mal die Tür aufmachen, verdammt? Mir wird das langsam wirklich so blöd. Sie schimpfte unablässig über ihren Cousin, der noch immer tief durchatmend vor der Tür stand, den einzigen Schlüssel in der Hand, den die beiden dabei hatten. Sie wusste nichts von dem, was Yuki mit Mikoto erlebt hatte und entsprechend auch nichts von ihrer Entscheidung. Darum kam ihr das Hinauszögern des Betreten der Wohnung doppelt so seltsam vor. Schließlich, als Yuki bereits das vierte Mal in dieser Zeit laut geseufzt hatte, riss sie sich zusammen und öffnete die Tür. Ich bin wieder da, doch sie bekam keine Antwort. Wie erschien, war ihre Mutter wohl im Moment gerade unterwegs. Vermutlich ging sie mit ihrem Vater spazieren und hoffentlich, so dachte Yuki bei sich, sagte sie ihm endlich, dass sie nicht mehr verrückt war. Sayuri drängelte sich an ihr vorbei. Ich bin als Erste im Bad. Yuki betrat die Wohnung nun auch und schloss die Tür hinter sich leise. Sie schaute sich für einen Moment in der Wohnung um, doch wie erschien, war wirklich im Moment niemand anwesend. Sie atmete darum einmal erleichtert aus, auch wenn es bedeutete, dass sie das Unvermeidbare nur hinauszögerte. Anschließend schulterte sie ihre Tasche und lief ebenfalls die Treppe hinauf. Ein leichtes Lächeln umspielte ihre Lippen. Es war wohl doch gut, dass ich diese Klassenfahrt mitgemacht habe. Hätte mich Vater nicht dazu gezwungen, dann wer weiß. Sie hatte den zweiten Stock erreicht und öffnete die Tür zu ihrem Zimmer. Nun, eigentlich war es ja Megumis Zimmer, wenn man es genau nahm, aber seit ihrem Tod war es nun einmal ihr Zimmer und das würde wohl auch für eine lange Zeit so bleiben. Vor allem jetzt, da Sayuri Yukis altes Zimmer bewohnte. Sie hatte den Blick gesenkt, als sie in das Zimmer eintrat, in Gedanken an die seltsame Klassenfahrt, die so viel für sie verändert hatte, die für sie ein kleines Licht am Ende eines schwarzen Tunnels wurde. Jetzt blickte sie auf und erkannte, dass sie doch nicht mit Sayuri alleine in der Wohnung war. Es war noch jemand da und diese Person stand inmitten in ihrem Zimmer. Yukis Augen weiteten sich, ihre Tasche rutschte von ihren Schultern, fiel auf den harten Boden. Willkommen zu Hause, ich habe auf dich gewartet. Hä? Megumi? Megumi? Ah ja, jetzt ist es vorbei. Okay. Megumi sieht jetzt auf jeden Fall auch anders aus. Aber am Schleier erkennt man auf jeden Fall, sie ist noch ein Geist, aber... Eigentlich hat Mikoto sie ja als ans Rad der Schicksal geführt, um ein neues Leben zu leben, aber sie ist immer noch der Geist Megumi, der auch erwachsener geworden ist. Also älter und ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wir schauen uns jetzt die Preview an.
Bist du sicher, dass dies die richtige Adresse ist? Du bist doch Mikoto, die Geisterseherin, richtig? Weiß jetzt jeder. Wovon redest du? Sie ist doch keine Japanerin. Hm? Achso, die. Lass mich in Ruhe. Hat sich die Augenfarbe geändert? Kommissar Kinoshita. Die Stimme Gottes. Die insgesamt achte Akte. Was bist du? Dieses blonde, also ja, blonde Mädchen ist also... Gut, speichern. Ist also jetzt die Stimme, also nicht die... Also das, die, wo Mikoto dann wahrscheinlich fragt, was bist du? Und... Ja. Mal sehen, ob Yuki auch körperlich zu einer zu einem Mädchen wird. Ja, hier sehen wir die Herrin der Zeit und Hatsumo kämpfen. Die Stimme Gottes erwartet uns als nächstes. Ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wo sind wir jetzt stehen geblieben? Steve wird zu Kinoshita gebracht. Ja, Moana von Rosebud ist tot. Yuki ist sich jetzt im Klaren, wer er ist. Und ja, vielleicht wird er zu einem Mädchen. Und Mikoto hat jetzt ihren besten Freund bzw. beste Freundin wieder. Ja, und Megumi ist zurück. Das ist sogar wirklich ein krasser Cliffhanger für den Staffelauftakt. Und irgendwie finde ich es cool jetzt hier... Dass ich jetzt warten kann auf die neue Episode, weil ich mag so Episoden warten. Ist wie jetzt wie... Ah ja, da sehen wir, das war der Geist. Okay, gut. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Ich will jetzt eigentlich wissen, hier Megumi, aber... Wir sehen uns einfach... Ich weiß nicht wann, aber wir sehen uns... relativ bald, sobald die Stimme Gottes draußen ist. Und bis dahin und... Ciao.